Bevor es aber mit dem eigentlichen Video weitergeht, möchte ich euch gern von einer, meiner Meinung nach, ziemlich wichtigen und sinnvollen Aktion erzählen. Kommst genau richtig. Ihr wisst ja, ich als professioneller Scherzbold oder Suppenkasper mach gern mal meine Witzchen darüber, dass es auf dem Weg zu einem richtigen YouTuber doch langsam mal an der Zeit für einen Lambo wäre. Korrekt, Digga. Aber Freunde, es ist wichtig, bei all dem nicht zu vergessen, dass es einfach auch viele Menschen gibt, denen es halt nicht so gut geht. Dass selbst scheinbar so grundlegende Sachen wie Bildung, ein behütetes Zuhause, also ihr seht auch schon, die Luftmatratze hinten hat einfach nachgegeben, oder auch die Gesundheit eben nicht selbstverständlich sind. So hatte ich vor ein bis zwei Wochen einen Anruf. Spiel mal wieder viel. Und zwar das Raid Shadow Legends, mit mir zusammenarbeiten Nicht möchte. Du jetzt auch noch. Stopp. Hört erstmal zu, bitte. Ich habe mit mir gerungen und mir dann gesagt, ich mach das. Aber ich habe eine tolle Idee dafür. Ich möchte mit dieser Aktion hier nämlich nichts verdienen. Ich mein's ernst. Sondern wir haben gemeinsam mit Raid vereinbart, dass der komplette Erlös für wohltätige Zwecke gespendet wird. Shish. Ich bekomme nichts. Und mein liebes Management verzichtet auch gern auf ihren Anteil und legt den noch oben drauf. Ich hole es von den Reichen und geb's den Armen. Aber warum gerade Raid Shadow Legends? Guter Punkt. Nun, einerseits hat sich das so ergeben. Ja, andererseits haben wir damit auch einen Partner, der für die Aktion die übliche Gage extrem aufgestockt hat und damit die Spendensumme einfach um Vielfaches größer wird. Also geht's mir dabei auch nicht drum, mich hier irgendwie von was freizukaufen oder so, weil ich habe von der Kampagne keinen Verdienst. Wollen wir es nicht doch einfach sein lassen? Und da ich ja mit euch immer sehr transparent sein möchte, sehr witzig. Das Geld wird an Gaming Aid gehen, einen gemeinnützigen Verein der Spielebranche, der beispielsweise Stipendien für finanziell Benachteiligte realisiert, die Crowdfunding-Kampagne von Kampf gegen Krebs unterstützt, Spenden an Kinderheime, soziale Einrichtungen, Jugendzentren, Kinderkrankenhäuser vermittelt und sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Cool. Da ich einen Gaming-Channel habe, fanden wir das sehr passend. Und es ist halt einfach auch echt eine gute Sache. Ach Quatsch, ich leg das Geld beiseite und kaufe mir irgendwann eine fette Iced-Out-Rolex. War ein Witz. War echt lustig. Raid Shadow Legends sollte nun so ziemlich jeder kennen, der nicht gerade unter einem Stein lebt. Hier ist Patrick. Da ich das selbst mal für eine Zeit privat gespielt habe, kann ich ehrlich sagen, dass man mit dem Game auch eine ganze Weile wirklich Fun haben kann, selbst wenn man kein echtes Geld ausgibt. Ereignisse überschlagen sich. Ich will spielen! In der Kampagne, in Dungeons und vielem mehr habt ihr die Möglichkeit, kostenlos so hunderten Gegnern aufs Fressbrett zu gehen. Wie weit ihr euch da nach Teleria traut, das ist nur euch überlassen. Wer sich zutraut, für den ist Raid ein spaßiger Zeitvertreib für die Hosentasche. Oder inzwischen auch für den PC. Mit RPG-ähnlichen Mechaniken könnt ihr Teams aus 500 cool designten Champions zusammenstellen. Da kann man einfach nur wow sagen. Ihre einzigartigen Fähigkeiten kombinieren, dabei verschiedene Taktiken ausprobieren und die Show genießen. Da Raid eines der größten Mobile-Games ist, wow, könnt ihr euer Können auch in PvP-Arena-Kämpfen gegen andere Spieler weltweit unter Beweis stellen. Für neue Spieler gibt's in der Videobeschreibung einen Bonus-Link, wo ihr 100.000 Silber, 2 Clan-Boss-Keys, 10 Mystery-Shards und den Executioner-Champion bekommt, oh, Leute, der sehr gut für Anfänger ist. Wollt ihr es ausprobieren? Dann klickt gerne den Link unten in der Beschreibung, staubt den Bonus ab und klatscht alle weg. Ach ja, moin. Wie gesagt, verdiene ich mit der Kampagne keinen Cent und bedanke mich bei Raid und allen Beteiligten für die Unterstützung wohltätiger Zwecke. Tschüss. Und damit ich euch auch den Tag etwas versüßen kann, verleiben wir uns nun ein kleines schnuckliges Indie-Horror-Game namens Angry Toys ein, ja? Wütende Spielzeuge. Sehr übersichtlich. Konzeptuell in der Horror-Game-Welt quasi Pommes mit Ketchup. Es geht immer. Ich esse sehr viele. Und ich weiß, es ist zwar kein FNAF, aber es ist auch ein bisschen FNAF, ja? Sagen wir, es hat mal ein Weilchen im Regal neben FNAF gestanden. Okay? Reicht das? Perfekt. Mit dem einzigen Unterschied, dass das Gruselige hier die Verbrechen sind, die der Google-Übersetzer an den Menülinks hinterlassen hat. So, ich habe keine Ahnung, wie es spielt. Es gibt irgendwie weder ein Tutorial, noch eine Einführung, noch eine Erklärung. Wir sind ein Kind, wachen auf, es passieren schlimme Dinge. Oh mein Gott, wir sind Montana Black. Mit 11 Jahren. Hi? Nee, ich wollte da eigentlich raus, aber passt schon. Bleib ich halt hier drinne. Ist auch aufregend. Kommt irgendwer, oder? Was mal? Ey! Wait, ich... Aha, das funktioniert ja auf jeden Fall blendend. Wie die Übersetzung. Prima einfach. Nee, es, die Tür ist quasi, also schlicht und ergreifend, zu. Ich habe Angst, was von da kommt. Ich möchte es bitte nicht herausfinden. Jo, gehe ich jetzt hier tatsächlich von A nach B und mach bloß die Türen auf und zu? Das kann es doch wohl nicht sein. Warte mal, ich kann hier auch... Was sitzt denn da? Ein Igel? Wer hat Igel-Spielzeuge? Ja, ich habe ein bisschen Bammel, also schon auf jeden Fall ein leichtes Häufchen in dem Höschen. Ah, oh Gott! So! Ich habe mich mega eingeschissen. Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Alter, umgesabbert. Ich hoffe, meine Tastatur ist noch in Ordnung.
Fun für die ganze Familie. Was ein Spektakel. Ein Feuerwerk der Emotionen hier, Freunde. Wie wir das vermisst haben, ja. Einfach mal wieder. Weißt du, das ist wie so ein hochmotorisierter Wagen, der an deiner Garage steht. Ja, der darf da nicht zu lang verweilen. Der muss auch mal richtig durchgetreten werden. So funktioniert das auch mit meinen Schwimmbändern, Alter. Wenn die nicht benutzt werden, ja, die verrecken einfach. Da kannst du nichts machen. Was nützen wir denn? Hi, guten Tag, na? High five. Was für geile Typen hier unterwegs sind. Auf super entspannt. Jo, ich muss das jetzt eine Weile durchhalten. Habe ich irgendwo eine Uhr oder ist das zu viel verlangt? Das ist ein Game, was wie FNAF ist. Es gibt keine Uhr. Es gibt auch keine Gnade, ja, davon mal abgesehen. Es gibt bloß Kommentare, die danach fragen. Und das ist jetzt unser aller Schicksal. Es kotzt mich, by the way, mega an, dass die Türen einfach nicht zugehen. Also, bis auf wenn man sich beschwert. Dann machen sie, was du sagst. Boah, ey. Ich hab Schiss. Ey, ich will diese Ente da nie normal sehen, Alter. Donald Ducks kleiner hässlicher Cousin. Oh Gott, mach das zu. Mach zu. Oh, ich kann auch zoomen. Ja, das will ich in solchen Spielen. Also, einfach das Erlebnis von ganz nah betrachten. Hallo? Musik? Oh Gott, was passiert? Oh, ich hab's geschafft! Ich hab alles richtig gemacht, scheinbar. Okay, wir hatten das Vergnügen mit der Ente. Wir wissen, wie die funktioniert, die jumpscared uns, aber ich glaube, wenn wir schnell genug die Tür zumachen, dann überleben wir die Misere. Also passt. Und vielleicht kommt jetzt irgendwie ein Gegner dazu? Keine Ahnung. Okay, da sitzt sie. Der Igel ist aufgestanden. Oh, moin, Alter. Na? Ja, was hat Red Bull verteilt, oder was? Das war Leitflügel. Oh, hoffentlich nicht den falschen. Halt so, 3, 2, 1. Darf ich nicht einfach schlafen und eine normale Kindheit haben? Oh mein Gott, das Lilane. Was auch immer das ist. Maurice, Alter. Der hatte keinen Bock mehr auf Madagaskar. Ihr wisst, das ist alles so langweilig geworden. Komm, zu jetzt. Yo. Ist nichts im Raum, ne? Ich dachte gerade, ich habe irgendwie was gehört. Help. Zu. Danke. Da ist er, Alter. Und er möchte mich mit seinem schönen Rücken entzücken. Wenn es sich dabei um einen Igel handelt, ist das relativ unvorteilhaft. Ah, bevor die rankommen, soll ich das quasi zumachen. Das heißt, ich muss es immer so schnell wie möglich hinkriegen. Ah! Zu! Oh. Hallo? Was war das denn? Hat irgendwer eine Stromkanone da draußen, oder was? Was ist das denn für Marotten? Yo, hi. Grüß dich. Ah! Ich krieg ja 1000 Herzinfarkte. Was geht mit diesem Game, yo? Das ist ja absolut abgefahren. Ah! Was das? Mach zu. Danke sehr. Nett, dass du mitarbeitest. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das richtig mache. Warte mal, soll ich die vielleicht einfach mal da stehen lassen? Aber da habe ich wahrscheinlich die Chance, dass ich das Spiel verliere, oder? Kommst du nochmal? Ne? Es hat keinen Bock mehr. Es nähert sich jetzt von der anderen Seite, Alter. Einhorn! Wir müssen schwere Geschütze auffahren. Ja, mit dem werde ich nachher in die Schlacht reiten, ey. Wenn ich mich hier erstmal ein bisschen gesammelt habe, dann suche ich hier mein kleines Holzschwert und dann wird ins Wohnzimmer eingeritten, Alter. Und ihre Schultern von ihrem lästigen Kopf befreit. Es müsste doch eigentlich gleich Schluss sein, oder? Es ging ungefähr 3,5 Minuten so, die erste Nacht. Ich weiß es nicht genau. Also bestimmt noch ein paar Sekunden. Aber dann habe ich es wieder geschafft. Auf jeden Fall ist jetzt mehr als bloß eins mehr erwacht. Aber die scheinen irgendwie trotzdem alle gleich zu funktionieren. Was hat das für einen Sinn? Oder kommt die einfach bloß aus unterschiedlichen Türen? Nee, die Ente, die kam von beiden Seiten. Aber das ist vielleicht irgendwie an ihr Special? Ich weiß es halt nicht. Ich kann definitiv nicht raus. Okay, Nacht 3. So schwer ist es gar nicht. Sorry, so, jetzt haben wir mal alle um die Wette gerülpst. Du hast gewonnen. Ich geb's zu. Was? Oh nein, der Weg ist länger, ne? Nee, warte mal, ich kann generell raus. What the? Was zum... Was wird jetzt denn von mir erwartet? Da stand gerade 0 von 1. Warte mal, warte, ich muss mich verstecken. Oder? Oder was macht ihr? Ey, ich begreif's nicht. Ah! Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, komm schon.
Ey, ich muss einfach bloß bestimmt wieder überleben. Oh nein. Oh, haben wir jetzt den Doofmanns-Modus aktiviert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh nee, Alter. Muss ich jetzt 3,5 Minuten hier dieses Gestöhne ertragen? Oh Gott, Einhorn, ich hab mich vor dir erschrocken. Was ist denn jetzt hier 0? 0 von 1? Was ist das denn? Was? Es hat keinen Bock mehr. What? Was sehe ich da gerade? Ja, geh mal da. Was macht denn das hier? Oh, warte mal. Oh. 1 von 1. Auf jeden Fall sick. Krass, Alter. Ich bin Virtuose bei, also, ich bin quasi ein Oberfachbeauftragter bei Angry Toys. Warte mal, jetzt ist es... Hä? Ich krieg auch nichts erklärt. Da steht einfach 0 von einer Sache, die ich erledigen muss. Jo, ich hab's gefunden. Es ist wahrscheinlich auch der Reiz an dem Spiel. Das ist dämlich. Ich hab keine Ahnung. Kommt die jetzt halt, oder? Fängt jetzt erst die Nacht an? Es ist auf jeden Fall cool, dass die Konzepte hier so ein bisschen variieren. Das finde ich definitiv feierbar. Die Tür da ist auf jeden Fall weit geöffnet. Das finden die wiederum feierbar. Und so haben wir alle Party zu machen. Gut. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Keine Ahnung, wie viele Nächte es gibt. Oh, da kommt's. Ah! Ich darf es nicht angucken. Aua, 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 aua. Mach zu. Der tat weh. Und ich weiß nicht, warum. Ey, die Türen, die gehen aber auch immer nicht zu. Das ist belastend, Mann. Ist halt nur ein bisschen langweilig hier jetzt einfach bloß in diesen 2 Metern. Oh, wer hat zu rennen? Zu! Mach zu! Mach zu! Mach zu! Okay, jetzt bin ich tot. Wow. Das ist halt doof. Das ist so komisch. Man kriegt das halt einfach manchmal nicht hin und ich weiß nicht, was es triggert. Ich drücke immer mindestens 5-6 Mal auf die Tür, bis sie zugeht. Das finde ich doof. Das müssten die irgendwie anders machen. Dann könnten die Zeit... vom Jumpscare zum Tod ein bisschen verkürzen, aber dass die Tür halt instant zugeht. Ich weiß nicht, ob es einfach Bugs sind oder so. Ja, fange ich jetzt nochmal komplett von vorne an? Ach, halt doch deine Fresse. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Ach komm, das Spiel hat jetzt sämtliche Sympathiepunkte verschossen. Egal, Leute, wir müssen die Rückkehr beauftragen. Es nützt nichts. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Wow, ich bin wach. Ey, ich brauche überhaupt keinen Kaffee mehr heute, glaube ich. Ich denke ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, ich muss es kurz machen, weil ich bin ja gerade irgendwie wahrscheinlich noch auf einer Messe. Und wir sehen uns dann bei meiner Rückkehr. Ja, genau. Meister aller Übergänge.